Ja, um sicherzugehen, dass wir das alle richtig verstanden haben mit dem Einzelschritt- und Gesamtschrittverfahren, möchte ich jetzt ein ganz, ganz einfaches Beispiel rechnen. Okay, und zwar wollen wir lösen das Gleichungssystem AX gleich B. A ist diese Matrix hier vorne, 3, 1, 1, 4. Wir suchen einen Vektor x1, x2, sodass a mal x gleich 4, 5 ist. Okay, das hier vorne ist das B. Dann haben wir als erstes für Einzel- und Gesamtschrittverfahren haben wir unsere Matrizen aufgeteilt. Nochmal, man muss nicht rechnen, man teilt einfach nur auf. D ist der Diagonalteil, das heißt also 3, 4 und den Rest füllen wir mit Nullen auf. L ist der linke untere Teil, L 0, 0, 1, 0 und den Rest füllen wir wieder mit Nullen auf. R ist der rechte obere Teil, also nur die 1 hier oben und den Rest füllen wir mit Nullen auf. Okay, das Gesamtschrittverfahren war definiert mit Hilfe der Matrix B gleich minus D hoch minus 1 mal L plus R. Und das rechnen wir sofort auf. D hoch minus 1 können wir sofort angeben. Ja, ein Drittel, ein Viertel auf der Hauptdiagonalen. L plus R, naja, das gibt gerade Nullen auf der Hauptdiagonalen und Einsen auf diesen beiden Nebendiagonalen. Das heißt, was insgesamt rauskommt, ist die Matrix minus 0, ein Drittel, ein Viertel, 0. Okay, der Vektor C, den wir hatten, der war d hoch minus 1 mal b. Und das ist also ein Drittel 0, ein Viertel, ein Drittel 0, 1, 0, 0, ein Viertel mal den Vektor b, also 4, 5. Und das ist 4 Drittel, 5 Viertel. Okay, gut. Jetzt habe ich das hier gar nicht hingeschrieben, aber was wir natürlich immer gucken ist, wir benutzen die Funktion g von x, definiert als b mal x plus c und betrachten zu dieser Funktion jetzt die Fixpunktfolge. Okay, wie ging das? Dazu müssen wir erstmal eine x0 wählen und das x0 in diesem Fall setzen wir einfach mal auf 0, 0, der Einfachheit halber. Okay, dann ist mein x1 gleich b mal 0 plus c, mit anderen Worten, das x1 ist einfach das c und das haben wir gerade schon ausgerechnet, das ist 4 Drittel, 5 Viertel, also ist x1 gleich 4 Drittel, 5 Viertel. Wir rechnen mal aus, was ist die Unendlich-Norm von x. Achso, Entschuldigung, damit das Ganze überhaupt konvergiert, brauchen wir natürlich, dass die Unendlich-Norm dieser Matrix B kleiner ist als 1. Okay, schauen wir uns an, was ist die Unendlich-Norm dieser Matrix? Die Matrix ist 0, ein Drittel, ein Viertel, 0. Minus noch Zeichen noch davor. Und was muss ich machen? Ja, ich muss wieder die Summe der Beträge in jeder Zeile bringen, ausrechnen und davon das Maximum bilden. Das heißt, das Maximum ist gerade ein Drittel. Und das heißt, unser Q ist ein Drittel. Es ist kleiner als 1. Und das bedeutet, das Gesamtschrittverfahren konvergiert. Wunderbar. Okay, gut. Dann rechnen wir mal aus, was ist das x1 minus x0 in der unendlichen Norm? Naja, das ist 4 Drittel. Und dann sagt uns die a priori Fehlerabschätzung, dass in jedem Fall für jedes k gilt, dass xk minus x quer ist kleiner gleich q hoch k, also ein Drittel hoch k, geteilt durch 1 minus q, das ist also 2 Drittel, mal x1 minus x0 in der unendlichen Norm, ja, das war 4 Drittel. Und wenn ich mich nicht komplett verrechnet habe, dann ist das nichts anderes als 2 mal ein Drittel hoch k. Das heißt also, wir können schon jetzt im Vorhinein sagen, wenn wir jetzt 20 Schritte machen, dann wird unsere Genauigkeit, unsere absolute Genauigkeit, wird in jedem Fall besser sein als 2 mal ein Drittel hoch k. Ja, das heißt also, wenn das unsere, ein Drittel hoch 20, das heißt also, wenn das unsere gewünschte Auflösung ist, unsere gewünschte Genauigkeit ist, dann muss ich 20 Schritte dieses Verfahrens ausrechnen, um diese Genauigkeit tatsächlich hier durch die a priori Abbildung, Abschätzung auch wirklich gesichert zu bekommen. Okay, gut. Dann rechnen wir mal aus. Was wäre das x2? Das x2 wäre b mal x1 plus c. Und ich habe das hier ausgerechnet. Also es kommt raus 11 Zwölftel, 11 Zwölftel. Und das x2 ist so ungefähr 0,92, 0,92. Die echte Lösung wäre 1, 1. Das heißt, ich bin hier doch noch beim zweiten ein ganzes Stück weit davon entfernt. Das sagt uns dann natürlich auch die Fehlerabschätzung. Die sagt uns nämlich, dass x2 minus x quer in der Unendlich-Norm ist in der a posteriori Fehlerabschätzung in diesem Fall kleiner gleich q durch 1 minus q mal x2 minus x1. Das habe ich hier vorne ausgerechnet. In der Unendlich-Norm, was rauskommt, ist 5 24stel. Das heißt also, unsere Fehlerabschätzung sagt uns hier, naja, der Fehler ist höchstens ungefähr so ein Fünftel.
Und ja, das überschätzt den Fehler zwar wieder, aber wir sehen eben auch da nochmal, wir sind noch relativ weit entfernt und müssten jetzt hier noch weitere Schritte machen, um tatsächlich eine vernünftige Näherung zu bekommen. Ja? Okay, gut. Das spare ich mir aber jetzt hier. Ich höre jetzt hier nach dem zweiten auf und gucke mir stattdessen mal das Einzelschrittverfahren an. Das Einzelschrittverfahren war ein bisschen anders, also es war wieder g von x gleich b mal x plus c, aber diesmal war das b definiert als minus d plus l hoch minus 1 mal r und das c war definiert als d plus l hoch minus 1 mal b. Wir fangen wie vorhin wieder an mit x0 gleich 0, 0 und ja, als erstes müssen wir mal das c ausrechnen und da sehen wir, das ist hier jetzt natürlich nicht mehr so einfach wie vorhin. Ja, das c ist jetzt d plus l hoch minus 1 mal b, da müsste ich jetzt d plus l hoch minus 1 ausrechnen. Das tue ich aber nicht, denn ich sage, naja, also wenn c gleich d plus l hoch minus 1 mal b ist, dann ist natürlich d plus l mal c gleich b. Das ist ein lineares Gleichungssystem. Das d plus l hier unten ist eine linke untere Dreiecksmatrix. Das heißt, ich kann durch vorwärts einsetzen sofort die Lösung hinschreiben. Und das machen wir auch. Das heißt, ich schreibe hier vorne d plus l hin. Das ist also 3, 0, 1, 4. Dann hier vorne das c1, c2. Und ja, und auf der rechten Seite meinen Vektor b. Das ist genau dieses Gleichungssystem hier vorne. D plus l mal c gleich b. Okay, wie kann ich das lösen? Naja, vorwärts einsetzen. Ja? Also c1 ist nichts anderes als 4 Drittel. Okay, habe ich Ihnen geschrieben. Das C2 ist 5 minus C1, also 4 Drittel, geteilt durch 4. Also 1 Viertel mal 5 minus 4 Drittel sind 15 Drittel, minus 4 Drittel sind 11 Drittel, noch ein Viertel dabei sind 11 Zwölftel. Und das heißt, wir bekommen hier jetzt die Näherung. Entschuldigung, erstmal das C ist jetzt hier nichts anderes als 4 Drittel, 11 Zwölftel. Ja, und auf genau dieselbe Art und Weise berechne ich natürlich jetzt auch mein x1 und mein x2. Ja, also ich löse immer Gleichungssysteme. Und ja, wenn ich das tue, also ich habe jetzt keine Lust, das hier jetzt wirklich explizit zu machen, stelle ich fest, in diesem Fall ist erstmal das q tatsächlich gleich ein Drittel. Das ist hier jetzt nicht mehr so einfach zu sehen, weil wir diese Matrix d plus l hoch minus 1 mal minus d plus l hoch minus 1 mal r ja nicht direkt ausrechnen. Aber da werden wir nachher Kriterien dafür sehen, wie man trotzdem das q bestimmen kann. In diesem Fall ist bezüglich der Unendlichnorm tatsächlich wieder das q gleich ein Drittel. Und das bedeutet auch, dass Einzelschrittverfahren konvergiert. Das ist schon mal gut. Und in diesem Fall gilt, dass x2 ist sogar 1,03 und 0,99. Und wenn wir uns das angucken, das ist schon ziemlich nah an 1,1 tatsächlich dran. Ja, also wenn wir hier mal vergleichen mit der Näherung, die uns vorhin das Gesamtschrittverfahren geliefert hat, das war 0,92, 0,92, hier 1,03, 0,99. Das heißt, das Einzelschrittverfahren liefert uns hier tatsächlich ein bisschen besseres Ergebnis. Und das ist tatsächlich eine grundlegende Eigenschaft. Das Einzelschrittverfahren ist eigentlich fast immer besser als das Gesamtschrittverfahren und das kann man zeigen. Ich weiß nicht, ich glaube, wir werden es in dieser Vorlesung nicht mehr tun, aber das hier ist eigentlich das effizientere Verfahren und ja, deshalb hat Gauß es natürlich tatsächlich auch benutzt.